der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Ich befürchte das Schlimmste. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Warum springt der so? Die wilde Jagd. Ja, also so wie ich das verstanden habe, die wilde Jagd sind wohl diese komischen Leute, die uns hinterhergelaufen sind. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein, er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Und was soll ich jetzt anziehen? Die Dinger gehen ja gar nicht. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ja, so wie er gerade aussieht, so fühle ich mich ehrlich gesagt auch. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar.
Die sehen einfach nur schrecklich aus. Also, wir können uns zwischen dem entscheiden, dem rechten und dem linken. Die sehen alle schrecklich aus. Also, ich kann es nur wiederholen. Ich würde sagen, der Kragen hier ist extremst eng. Tja, die anderen sehen halt irgendwie... Egal, ich nehme jetzt mal... Ist da auch weiß dran? Das ist auch weiß dran. Also, links und rechts sehen irgendwie relativ gleich aus, deswegen... Moment, da sind auch Hosen bei? Da werden gar keine Hosen angezeigt. Naja, gut. Nehmen wir die mal mit. Und jetzt? Es mag dem Herrn neu sein, doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Ja, der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Dann zieh mich doch an. Ich soll ja jetzt nicht alles davon mitnehmen, oder? Kleide dich an und sprich mit dem Kämmerer. Ja, wie, wo soll ich mich denn ankleiden? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Was? Können wir mit dir eigentlich noch reden? Sei so nett und stör bitte nicht. Offenbar nicht. Sehr unfreundlicher Zeitgenosse. Ja, schauen wir mal eben. Inventar. Sollen wir die hier anziehen? Obwohl, an ihnen sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Also es sah wesentlich schlimmer aus, muss ich sagen, als es da gehangen hat. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, halt die Klappe. Kann ich jetzt mit dir reden? Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Naja. Eigentlich will ich was anderes anprobieren, aber... Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Oh Gott, ernsthaft? Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen, genau. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Sieht aus wie ein Hof. Der Herr wird dies üben. Moment, er hat, glaube ich, das linke ausgestreckt, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Ja, sowas, glaube ich, ne? Das kriegt der aber besser hin. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Ja, ich komme gerne mit und habe total vergessen, dass mein Handy gar nicht auf lautlos stand. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Das ist nur ein Kaiser, hallo? Der kann doch nichts. Ingrimi ep art kerser, deit wenn adan in karn ep morwut, em hier war em reis. Verneigen. Na ja, probieren wir es mal. Kann er es denn? Nein, er kann es nicht. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich wollte ihn ja nicht beleidigen, deswegen.
Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Dachte ich auch. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Genau, Informationen ja. Wobei, die Bezahlung kann ich natürlich auch gebrauchen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Also ich habe mich ja normalerweise nicht verbeugt. Aber ich habe gedacht, naja, ne? Man weiß ja nie, ob man den dann irgendwie erzürnt oder so. Beruhige dich. Was? Aber offenbar verbeugen sich Hexer nicht. Gut, ich jetzt auch nicht gemacht. Zweite, Prinz von Elam. Bisher Ness war er in Novigrad? Ja, annehmen. Ratsliegen in Enex. Es tun SSAO an Nen Faer. Evilien hat Tat. Kann ich auch Deutsch reden? Es war Wattke. Der Konfortail an Nen Faer. Darian Wattgern. Das sieht schön aus hier. Esekiti? Den Brebrenegard? In Zelfe den Gardre Esseplenten et Nord Marche. Geh weiter. In Zelfe den Sichiat Helfit, das wir kennen, Welle de Tumewe. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, ja. Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben weiter. Nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Naja. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Hm. Hm, das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir.
Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Ja, das würde ich gerne auch mal wissen. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Ja. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Hä, ich denke, die beiden sind zusammen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Also, ich blicke jetzt gerade ehrlich gesagt nicht durch. Ich dachte, das ist unsere Frau. Ich dachte, wir haben ein gemeinsames Kind, so wie ich das verstanden habe. Oder ist sie gar nicht unser Kind? Ich bin mir jetzt über gar nichts mehr sicher gerade. Und ich dachte, dass wir sie suchen, weil wir sie lieben und sie uns liebt. Und gut, das sah jetzt auch so aus. Ich meine, immerhin hat sie ihn geküsst. Aber irgendwie blicke ich jetzt überhaupt nicht mehr durch. Ist hier jemand? Es wird doch keinem auffallen, wenn ich hier was mitnehme, oder? Lalalalala. Ich habe hier nichts mitgenommen. Ich wollte nur mal... Kommt da einer rein, wenn ich mich hier bewege? Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß auch nicht, ob ich mit den Büchern irgendwas anfangen kann. Nee, ausmachen wollte ich es jetzt nicht. Klaue ich jetzt die ganzen Sachen gerade von ihr? Sieht so aus, ne? Ich meine, ich habe das hier noch nicht so ganz verstanden, wann es Diebstahl ist. Also, ich habe so verstanden, dass es Diebstahl, wenn einer in der Nähe steht und dir dabei zuguckt. So habe ich es jetzt. Brief an Jennifer. Okay. Was war denn das? Jennifer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deine kürzlichen Versuche reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emuels Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Lage möglich? Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yagura aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Jetzt können wir noch nicht weiterlesen. Moment, wechsle mit L zwischen ungelesenen. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Kann ich jetzt mal? Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen. Doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Vyzima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringende Angelegenheiten in Boclea kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Okay, wie soll das sein? Brief mit Jennifers Anweisung. Wieso bin ich da ganz unten? Mein lieber Freund, ich hatte schon ein Gefühl, dass wir vor Vyzima keine Gelegenheit haben würden, miteinander zu sprechen. Also schreibe ich dir diese Nachricht. Ich weiß, dass wir beide uns viel zu sagen hätten, aber dafür wird später noch Zeit sein. Überhaupt würde sich ein Brief nicht dazu eignen, über für uns so wichtige Themen zu sprechen. Der Grund für mein Schreiben, dich erwartet etwas Besonderes im Königspalast in Vyzima. Ein Geschenk von Emir und auch von mir. Du kannst es jederzeit auf deiner Audienz bei ihm abholen, wenn du den Thronsaal verlässt. Geh über den überdachten Weg im Hof entlang, biege an der Ecke rechts ab und tritt durch die erste Tür zu deiner Linken. Du wirst dich in einen Raum mit Kamin wiederfinden. Geh dort durch die hintere Tür ins Nebenzimmer. Unter einem Fenster wirst du dort eine Truhe sehen. Falls diese Wegbeschreibung zu kompliziert für dich ist, kann dir der Kämmerer bestimmt weiterhelfen. Doch als erfahrener Spurensucher bist du sicherlich in der Lage, den Weg zu finden. Okay. Deine Freundin Jennifer. Sollen wir da mal vorbeischauen? In Jennifers Truhe gefundener Brief. Mein lieber Freund, wenn du dies liest, hast du die Truhe gefunden, die ich in meinem vorherigen Brief erwähnt hatte. Ach so. Haben wir jetzt doch nicht geklaut. Ihr Inhalt gehört dir. Als ich den Kaiser nach zusätzlicher Unterstützung für deine Mission gefragt habe, erklärte er sich bereit, diese Gegenstände aus seiner persönlichen Sammlung zur Verfügung zu stellen. Er weigerte sich zwar stur und geheimnistuerig, für mehr über ihre Herkunft zu erzählen, aber offenbar waren sie diplomatische Geschenke aus fernen Königreichen. Die Tigerrüstung wurde wohl ausdrücklich für einen westlichen Herrscher geschmiedet. Also für Emir, versteht sich. Sie wurde im uralten Stil eines Schmieds hergestellt, der die Geheimnisse ihrer Herstellung von seinen Göttern stahl. Zumindest behauptet die Legende das. Die Schwerter ähneln meiner Meinung nach einem redanischen Säbel, aber ich bin da keine Expertin. Angeblich gehören sie einst einem mysteriösen, mystischen Helden. Der Mann ging einen Pakt mit dem Geist einer Füchsin ein, der ihm die Macht verlieh, jene Monster zu töten, die sein Dorf heimsuchten. Dir fällt vielleicht auf, dass er ein Stahlschwert und ein Silberschwert trug. Ich dachte mir, das könnte dich interessieren. Leider kann ich dir nicht mehr verraten als diese Legenden. Wie gesagt, Emir hat mit Details gegeizt. Mehr noch als sonst. Was wirklich schade ist, da ich nicht die geringste Ahnung habe, woher diese Waffen stammen. Sicherlich nicht aus Serikanien oder Ophir.
Lieber Freund, ich bin mir sicher, du weißt meine Bemühungen zu schätzen. Benutze diese Geschenke nach Belieben. Ich hoffe, sie werden dich vorantreiben bei der Suche nach dem, was wir verloren haben. Deine Freundin Jennifer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt einer ihrer Freunde, sag ich mal, oder ist das jetzt wirklich an mich gerichtet? Weil warum sollte sie mich als lieber Freund anreden? Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Wützima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. PS, ich habe das Einhorn noch. Doch, sie meint mich. Jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Er hat ja gesagt, von wegen das Einhorn, sie hätte das Einhorn noch. Also, bin ich der liebe Freund? Bin ich tatsächlich gemeint? Aber wieso schreibt sie lieber Freund? Ich denke, wir sind zusammen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, nach dem, was ich eben gehört habe, sind wir anscheinend nicht mehr zusammen. Aber es ist alles irgendwie komisch. Ein Schwert gegen Hexen. Wer sind die Hexenjäger, fragt ihr. Also, das könnt ihr euch jetzt gerne durchlesen. Könnt das dann auf Pause drücken und dann komplett durchlesen. Dann der letzte Wunsch. Gehe ich auch nochmal kurz nach oben. Der letzte Wunsch. Habe ich das nicht irgendwie mal gehört, dass das ein Buchtitel sein soll? Moment hier. Und hier. Okay. Und dann die gesammelten Verse von... Okay. Es waren aber nicht allzu viele Verse. Na gut. Adelslinie des Nordens. Müssen wir jetzt hier tatsächlich alle Bücher mitnehmen? Sind das irgendwie Sachen, die man sammeln kann im Spiel? Ich weiß es nicht. Das wird ja leider nicht erklärt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier vorne irgendwas nehme. Aber da ist, glaube ich, keiner, ne? Oh, das war eine leere Flasche. Keine Ahnung, was ich da jetzt alles genommen habe. Aber. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Mhm. Ja, ja. Na, dahinter. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Ich meine, das ist ja alles durchbrochen, ne? Wie kann ich dem Herrn dienen? Indem du die Klappe hältst. Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Echt jetzt? Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Ja, ich muss mich auf jeden Fall erstmal umziehen, damit ich dieses komisch schwul aussehende Ding hier auskriege. Links ist noch eine Quest. Ich würde auch gerne die ganzen Quests zwischendurch machen, aber irgendwie werde ich hier von einem Ort zum anderen geführt. Und ich würde natürlich auch gerne die Hauptquest weitermachen. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt weitermachen soll. So, das sind meine... Sind das jetzt meine Gemächer? Gehe ich da raus? Nee, schnell reisen. Ich wollte mich umziehen. Moment. Nein. Ach so, kann ich mich auch hier umziehen? Theoretischerweise ja, ne? Ich meine... benötigte Stufe 11. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die wir geklaut haben. Okay, also mein Silberschwert... Mein normales Schwert. Die Armbrust, ich wollte gerade sagen, die müssen wir auch wieder mit ausrüsten, so wie es aussieht, ne? So, ich weiß jetzt nicht, was jetzt mit der Hose rechts ist. Also Aufschlitzen und Elementarresistenz ist hier drin. Auf Stufe 4. Und da... Oh Gott. Adrenalingewinn durch Bohrungssachen, Resistenz. Benötigte Stufe 11. Die habe ich doch noch lange nicht. Wieso kann ich die denn schon tragen? Hä? Jetzt bin ich mal wieder verwirrt. Nee, Moment. Ach so, ich bin gar nicht auf der rechten. Oh.
Gewöhnlicher Gegenstand. Wahrscheinlich sind das alles nur gewöhnliche Gegenstände und die haben gar nichts, ne? Ja, sieht so aus. Das heißt, den Scheiß kann ich dann später verkaufen, nehme ich mal an. Okay. Das wechseln wir einmal. Zack. Was ist mit den Sachen? Jägerhandschuhe. Jägerhandschuhe mit noch... Ich habe gar keine Handschuhe, ne? Ich mag zwar keine Handschuhe. Also jetzt optisch jetzt auch nicht. Das ist meine Hose gewesen, oder? Aber das... Nee, geh noch ein bisschen weiter. So, das sind jetzt wieder unsere Sachen, ne? Jägerhose, Jägerhose. Warum sind das eigentlich Jägerhosen? Na gut. Gut, dann müssten wir jetzt alles wieder haben. Habe ich mich mal eben hier umgezogen? Hat ja niemand interessiert, ne? So, schnell reisen. Mit Y kannst du zur Kontinentansicht wechseln. Was ist hier mit dem Ding? Ist eine Quest verfügbar. Ja, das ist toll. Das ist wirklich toll. Wo müssen wir denn hin? Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ja, das ist schön, hast du gerade schon mal gesagt. Um eine Karte einer beliebigen Umgebung zu öffnen, halte den Mauszeiger... Ja, ach nee, das hätte ich jetzt nie für möglich gehalten. Ist das jetzt wieder zurück oder müssen wir da jetzt hin? Niemandsland, die ehemalige temerische Provinz Velen ist so ein... Empfohlene Stufe 5. Ja, das ist doch schön, wenn wir gerade mal auf 3 sind. Ich weiß aber nicht, wie wir wieder zurückkommen. Alte Festung am Meer, empfohlene Stufe... Ach, Weißgarten, Moment, war das nicht das? Stufe 2, Stufe 16, 35 und 10. Ich reiß einfach mal nach Weißgarten. Genau, genau. Weißgarten ist das, wo wir gewesen sind. Sehr schön. Was ist das denn hier für ein Zeichen? Schleifstein, okay. Der zeigt mir jetzt leider nicht die Dings an hier, die Quests an. Da war aber auf jeden Fall noch eine Quest mit einer älteren Frau, irgendwo im Wasser. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo sie gewesen ist. Das war nicht da oben, meine ich. Übrigens, ich habe dann, als ich das Ganze zusammengeschnitten habe, habe ich dann festgestellt, warum hier ein Totenkopf war. Das hat irgendwas damit zu tun, dass ich auf die falsche Taste gedrückt hatte beim Schnellreisen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Jennifer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Jennifers. So. Ich bin gerade etwas verwirrt, wieso... Achso, weil ich darüber porten soll wahrscheinlich, ne? Kann ich jetzt die ganzen Quests hier sehen? Ja, jetzt kann ich die Quests sehen. Sehr schön. An diesem Ort ist eine neue Quest verfügbar. Dann würde ich sagen, dass wir dann erstmal... Ich wusste ja nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Dass wir dann erstmal zu dem anderen Ort hier reisen, zur Klagebrücke. Ich will aber die Schwierigkeitsstufe nicht ändern. Hallo? So, und dann würde ich sagen, bei dieser doch sehr tristen nächtlichen Aussicht, machen wir erstmal einen kleinen Cut, weil die Story natürlich noch nicht am Ende ist, aber ich würde sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge erstmal ein bisschen darauf konzentrieren, noch andere Quests hier zu machen. Ich habe sowieso gehört, man sollte die Nebenquests generell immer mitnehmen. Da gibt es dann wohl auch irgendwelche Entscheidungen, die ja wohl eine Auswirkung noch aufs Ende haben oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich habe keine Ahnung, welche das sind. Ich habe keine Ahnung, wo man sie bekommt. Aber naja, wir werden es noch herausfinden. Auf jeden Fall müssen wir sowieso ein bisschen leveln, weil die empfohlene Stufe ist halt Level 5. Wir sind gerade mal Level 3. Und ich denke mal, darum werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge kümmern. Bis zur nächsten Folge. Ciao!